So Leute, da sind wir beim neuen Video und zwar geht es dieses Mal darum, dass ich auf der deutschen Meisterschaft Legacy war in Ulm. So Leute, ich befinde mich auf dem Weg jetzt zur deutschen Meisterschaft Legacy. Ich fahre spontan vorbei, ich habe kein Mikrofon mit, ich habe keine Kamera mit, ich kriege das Mikrofon geliehen von lieben Leuten von Magic Blots und dann würde ich sagen, gehen wir auf zum Beispiel. Da würde ich euch ganz gerne mit hinnehmen, weil ich war sehr spontan da, deswegen konnte ich auch nicht mitspielen, das habe ich vergessen. Und es wird mir da auch zu stressig, ich hätte mir noch ein Deck leihen können und alles, aber es war mir einfach zu stressig, deswegen habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Ich laufe lieber rum und mache ich ein paar Videos und Bilder, ein paar Interviews und die werdet ihr gleich sehen. Ich war so überzeugt von der Location. Also was der Waschbär da auf die Beine gestellt hat, mit Hilfe von magicblocks.de und so weiter, das war Wahnsinn. Viele Judges, die rumgelaufen sind, waren KollegInnen von mir, mega, mega cool. Es ist wirklich der Wahnsinn, was da teilweise abgegangen ist. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, da zuzuschauen. So, ich habe mir den Krieger geholt. Hallo. ihr seid hier vom Waschbär so die Organisatoren, richtig? Genau. Habe ich gerade eben richtig gehört, richtig? Ja, wir organisieren das Turnier hier. Sehr gut. Wie viele Spieler habt ihr jetzt da? Genau 100. Genau 100, natürlich mega, mega cool. Ihr seid auch mit dem Shop hier, mit dem Store, ihr seid ja auch um die Ecke mit dem Store. Ihr habt einen neuen Store gemacht. Ja, genau. Was habt ihr da für Ideen reingesteckt? Wir haben einen neuen Laden, wo wir einfach ein Zuhause bieten wollten für alle Arten von Nerds, Brettspielern, Kartenspieler. Alle sind willkommen, die Tische sind dafür ausgelegt. Kommt auch super an. Ja, mega. Also Ulm, Waschbär, einmal besuchen gehen, auf jeden Fall. Und von den Spielern, ich höre nur positive Sachen bisher. Alle sind begeistert von der Location, alle sind begeistert von allem drum und dran. Das ist wirklich cool. Habt ihr vor, sowas öfter zu machen? Ja, wir haben vor, das öfters zu machen. Gut, dann bin ich mal gespannt. Das nächste Mal spiele ich da nochmal mit. Ja. Gut, gut. Und wir gucken jetzt nochmal rein, würde ich sagen. Viel Spaß. Top 4 ist auch ein Kollege von uns gegangen, der von uns aus Siegen am Store spielt. Der hat letztes Jahr die Liga gewonnen. Dieses Jahr noch nicht. Noch verteidige ich den ersten Platz. Aber nochmal herzlichen Glückwunsch an Dennis, an dich für Top 4. Musste leider gehen, weil sein Taxi gefahren ist. Dementsprechend hatte er nicht die Chance, den deutschen Meistertitel zu gewinnen. Aber Top 4 finde ich eine klasse Leistung auf der deutschen Meisterschaft. Jetzt vor Ort hier bei der Nationals. An meiner Seite der gute Ormus von Magic Blocks. Ihr seid ja auch schon ziemlich lange dabei und ihr seid auch, glaube ich, mit die Hauptorganisatoren hier mit dabei. Kann das sein, dass ihr da ganz, ganz viel tief drin sitzt? Ja, wir haben vielleicht ein bisschen mehr der Technik geholfen und hier und da ein bisschen organisiert. Aber ja, hauptsächlich macht es der Waschbär. Also ja, das stimmt. Arbeit dafür ist natürlich vom Waschbär. Die haben alles organisiert, die Halle gemietet und es ist wirklich beste Lage Ulm. Also. Ja, das stimmt. Also ihr habt auch tatsächlich, habe ich gerade eben schon gescherzt, draußen unbedingt einen Markt noch mit angesetzt, nur damit die Leute genug zu essen haben und eine Riesenauswahl. Ja, Wochenmarkt muss sein. Ne? Genau, aber die Location ist wirklich, wirklich schön. Ist wirklich groß. Und ich würde sagen, wir nehmen euch mal mit auf ein paar Impressions. Ich fand die Location wirklich, wirklich cool. Und es gab sehr, sehr viele coole Menschen vor Ort. Ihr habt ja schon ein paar Interviews gesehen jetzt. Und ich bin gespannt, was noch so bei rumkommt, was da noch alles auf uns zukommt. Und ob wir mehr Sachen in Ulm sehen werden. So, ich habe jetzt mal einen der Judges geschnappt. Das ist gut, Stefan. Hallo. Und genau, vom Prinzip her, wir haben hier 100 Leute. Ihr seid wie viele Judges? Wir sind 99 Leute und wir sind noch kurz überschlagen, 8 oder 9 Judges. Okay, also sagen wir 99 Leute und 9 Judges, das passt ja perfekt. Ja. Das finde ich ja großartig. So vom Ablauf her, wie läuft es bisher? Wir sind Runde 4? Runde 4, genau. Wir haben gerade mal die zweite oder dritte Minute der Runde 4 gestartet. Ja, großartig. Genau, ansonsten gab es schon irgendwelche DQs, das ist so die Standardfrage, die man Judges stellt.
Richtige DQs gab es noch nicht. Ein paar Leute, die sind nicht aufgetaucht, aber na gut, das ist ganz normal. Aber wir mussten noch niemanden rausschmeißen, weil er blöd war. Nicht auftauchen ist ja praktisch ein DQ. Aber es ist jetzt kein dramatischer DQ für das, was sich die Zuschauer so richtig für interessieren. Ja, okay, dann müssen wir darauf noch warten und schauen mal weiter unten. Das Ganze wurde auch aufgezeichnet. Es kamen Videos, beziehungsweise es kommen Videos, die aufgezeichnet wurden. Da könnt ihr euch dann auch zum Beispiel die Feature-Match-Area anschauen, ein paar Matches anschauen, die da gelaufen sind. Und ich bin gespannt, wie die Qualität davon ist und wie das Ganze aussehen wird. Und ich freue mich auch darauf. Vielleicht, nur vielleicht, habe ich da auch so ein bisschen meine Finger im Spiel als Kommentator. Je nachdem, ob MagicBlocks.de mich haben möchte oder nicht. Ich habe mir jetzt den jüngsten Spieler mit dem Daumen geholt. Du spielst heute mit, richtig? Mhm. Und wie ist dein Name? Sam. Okay. Und was spielst du? Also ich spiele einfach mal ganz normal Magic. Mein Papa hat es mir beigebracht. Und was für ein Deck spielst du? Was für eine Farbe? Ein rotes Deck spiele ich heute. Ja. Und davor waren da zwei Inseln drin, vor dem blauen Deck. Okay. Die haben wir dann aber rausgemacht. Mhm. Und ja. Ja, cool. Und wie läuft das bisher? Wie findest du es hier? Also ich finde es ja eigentlich ganz schön. Es ist alles toll. Und ja, da oben habe ich auch schon gespielt. Das macht alles Spaß. Warst schon auf Kamera? Oben? Ja. Ja, sehr cool. Sehr cool. Und wie stehst du jetzt insgesamt? Es wird eben gesagt, du hast eins gewonnen mindestens. Richtig? Ich habe dreimal verloren. Ja. Und einmal habe ich gewonnen. Also 1-3 aktuell. Ja, cool, aber das ist doch schon mal ziemlich gut. Gerade wenn du jetzt auch sagst, da sind ja ein paar Leute, ich habe schon ein paar Leute gesehen, die ja wirklich auch mit Grand Prix-Erfahrung und viel unterwegs sind. Und wenn du da auf jeden Fall noch einen Sieg reinholst, ist doch super. Ja. Sehr gut. Dann gehen wir mal weiter gucken und dir noch viel Glück. Danke. Hier von MagicBlocks geholt, der Freakle. Ja, wo Servus. Du spielst ja ganz, ganz viel Legacy bei euch auf dem YouTube-Channel, richtig? Ja, richtig. Und du hast ja auch richtig Ahnung von dem Format. Ich spiele viel, ja. Okay, gut. So. Gut. Wie stehst du? Ich stehe 2-1-1. Du spielst bestimmt was mit Bug. Korrekt, ja. Okay, der Mann spielt nämlich eigentlich nur schwarz, blau und grün. Ja. Andere Farben kennt er nicht. Artefakte nur, wenn es sein muss. Stimmt, ja. Normalerweise spiele ich Doomsday. Ich habe gestern 4 Trials gespielt, bin 4x 0-1 gegangen. Deswegen spiele ich heute was anderes. Okay, darf ich fragen, was? Ja, darfst du Bugs Scam, diese Minguchi-Liste. Ah, yes, ja. yes. Und die läuft? Die läuft ganz gut. Ich habe jetzt diesen Intentional Draw, weil wir Eis essen waren. Ich war gegen Kollegen von Magic Blocks gepaart, deswegen. Und kann man Eis essen gehen? Ja, genau. Also wie sonst vom Event? Was sagst du, wie findest du es? Ich finde es super. Also die Location ist der Wahnsinn. Noch hält die Klimaanlage uns aus. Geht so. ist super. Mitten in der Stadt. Also es macht echt Spaß. Ja. Und ich habe schon gehört, es wird ja noch 1-2 Events in dieser Größe hier geben. Auch in dieser Location vielleicht oder in anderen größeren Locations oder mit mehr Locations. Da bist du wahrscheinlich auch bist du aus der Gegend, oder? Ja, genau. Ich bin Ulmer und wir sind da immer dabei. Deswegen gerne auch uns followen, Waschbär followen. Es wird auf jeden Fall dich natürlich, weil... und es wird auf jeden Fall noch mal Turniere geben, ja? Ja, ich bin gespannt. Nächstes Mal spiele ich vielleicht dann auch mit, wenn ich es nicht verrassle. Also gut, dann gucken wir den Rest noch an und bis dann.
alles in allem fand ich das ein mega cooles Event. Ich war sehr traurig, dass ich nicht mitspielen konnte. Auf der anderen Seite war ich auch sehr happy, einfach so Videos machen zu können, Bilder machen zu können, für euch da rumlaufen können und einfach alles so aufnehmen. Ich finde es so cool, wie Legacy mittlerweile überall kleine Turniere aufkommen, die Legacy sind. Eine deutsche Meisterschaft, das erste Mal seit 13 Jahren in Legacy. Ich glaube, es sind 13 Jahre oder 11 Jahre. Egal, sehr, sehr lange, über 10 Jahre lang gab es keine deutsche Meisterschaft Legacy. Zumindest keine offizielle. Es gab noch die Nationals 2019 oder so, die dann zufällig auch deutsche Meisterschaft genannt wurde. Aber so eine richtig offizielle deutsche Meisterschaft, auch von Wizards gebackt, mit Vorankündigung und allem drum dran, gab es seit langem nicht mehr. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank an den Waschbären, dass ihr das möglich gemacht habt. Da bin ich gespannt. Ich finde es halt super, super krass, wie auch Qualifier dafür passiert sind, dass man Buys haben konnte. Man hat so viele Gedanken da reingemacht in dieses Event und das Format hat es so verdient. Ihr wisst, ich lebe für Legacy, ich brenne für Legacy. Ich finde Legacy ist wirklich ein großartiges Format, wenn nicht das beste Format, was jemals existiert hat. Und ich bin so, so happy, dass dieses Format so viel Liebe in letzter Zeit bekommt. Und ich freue mich drauf, nächstes Jahr vielleicht mitspielen zu können und den Titel nach Siegen natürlich zu holen. Und ja, dementsprechend hoffe ich, ihr habt ein paar Eindrücke bekommen, wenn ihr vor Ort wart. Grüße gehen raus. Wenn ihr nicht vor Ort wart, nächstes Jahr seid ihr dabei und wir sehen uns bis dahin. Ablexed. Ciao, ciao.